So, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Pokémon Alpha Saphir. Wir sind jetzt hier auf der Siegerstraße der berühmt-berüchtigten und haben uns natürlich zum Ziel genommen. Nee, Pokémon Ami möchte ich nicht. Halt so raus. Erstmal gucken, ich habe ein paar neue Nachrichten, ohne 29. Ja, möchte ich. Ja, neue Nachrichten wurden empfangen, Geheimbasendaten wurden aktualisiert. Ein wundersamer Ort wurde entdeckt. Aber dann schauen wir mal, was haben wir hier eigentlich? Das war wahrscheinlich da, wo wir gerade herkamen. Oh, ein... Ah, nee, das braucht man nicht. Das, keine Ahnung, wie der Name von dem Pokémon ist, aber dieses Psycho-Kampf-Pokémon auf jeden Fall. Aber wir werden uns weiter tiefer in die Höhle hineinschleichen. Und wie es aussieht, werden wir alle unsere Fähigkeiten, die wir im Laufe dieses Let's Player-Land haben, zum Einsatz bringen. Ah, da war ein Loch dahinter. Noch ein bisschen... Da ist ein ASS-Trainer. Na dann, tauschen wir dich mal gegen ihn, weil solche Trainer haben normalerweise keine Gesteins-Pokémon oder ja, die haben alle möglichen Pokémon. Ich habe es nicht bis hierher geschafft, um zu verlieren. Diese Option existiert einfach nicht. Ich bin nur begeistert, wie man mit zwei Pokémon davon eins. Ja, okay, Psychoflug. Da hätte er schon ein paar... Ja, gut. Aber Level 45. Ich gehe einfach davon aus, dass du nichts Gescheites machst. Okay, das ist was Gescheites. Und das tut dem ersten zu... Ach, ich vergesse den Flugtyp bei dem Vieh. Also nicht bei meinem, sondern bei seinem. Boah, was habe ich gegen Flug? Na, hier. Nichts Gescheites, aber irgendwas muss es ja sein. Naja. Ja, Ninkada, wir brauchen einen Beleber. Denn ich renne, wobei jetzt noch zurückzurennen. Nee, wir sind in der Folge. Ich möchte nicht die ganze Zeit immer wieder zurückrennen. Sonst dauert die Folge ja ewig. Erdanziehung. Wurde verstärkt. Kann aufgrund der Erde nicht mehr in der Luft bleiben. Aha. Also du willst mir damit doch eigentlich nur sagen, ich kann jetzt das machen. Okay. Naja, okay, jetzt haben wir es eben besiegt. Also ich bin gerade leicht verwirrt. Aber wir müssen den Kader auf jeden Fall wiederbeleben. Und natürlich hat es Pokémon, die... wobei, das können wir so machen. Die haben ja keine Zuchtattacken, die haben nur normale Attacken. Rihornio. Ach, du Schande. Egal. Normal dürfte unser kleiner Drache hier mit Erdbeben genügend Schaden machen. Normalerweise. Okay. Ha, komm, mit dem Beulenhelm-Schaden können wir das aber schaffen. Gut, 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 gut. 2300. Respekt. Unmöglich, ich werde doch nicht etwa verloren haben. Und dabei dachte ich, wir sind vom Level her ziemlich hinten, aber wie es aussieht, sind wir sogar noch ziemlich... ziemlich vorne, meinte ich. Und in Wirklichkeit sind wir ziemlich hinten. So rum. Sortieren. Ach, Kategorie. So, ein paar Supertränke fangen wir damit an.
Oh je, das funktioniert ja nicht so, wie ich gedacht habe. Okay, setzen wir noch einen ein. Okay, okay. Habe ich verwechselt mit dem Sprudel. Aber das wird noch ein Spaß. Hallo? Oh, ich hasse diese Steuerung manchmal. Ich habe nach links gedrückt und wo läuft er hin? Nach oben. Ein wildes Toriyama erscheint. Ah. 6 Level Typ und Attackenvorteil. Das müsste doch... Ja, das langt. So. Level 45. Das ist gut. Hyperheiler, ja super, was bringt mir das? Ist ja nicht so, als hätte ich Beeren, die mir alles Mögliche heilen. Okay, da oben. Das ist wieder ein Meditalis. Wenn ich es richtig gesehen habe. Naja, also auf jeden Fall nicht in diese Richtung. Hariyama, ja genau. Also ich hoffe, der Volltreffer war vorhin nicht verantwortlich dafür, dass wir ihn besiegt haben, sondern einfach die Tatsache, das hätte sowieso gereicht. Hätte es nicht. Und dann verpasst du jetzt erstmal ein bisschen Riechsalz, toll. Achso, das ist jetzt auch 2 Level höher. Ja, gut. Aber wieso denn 1 Level höher? Hm. Dass die Verteidigung und KP so weit steigen, dann war es schon vorher knapp. Da ist ein Trainer, das bedeutet, da geht es offensichtlich weiter. Ja, Topschutz, ich meine, eindeutig, dass wir hier, dass es hier was gab. Ein Stein. Oh, Stollrack. Nee. So. Ich würde hier mein Feuer-Pokémon einsetzen, aber ich habe gemerkt, dass die meisten Stahl-Pokémon auch irgendwie eine Bodenattacke von sich aus können. Eisenschweif. Schaden durch Beulenhelm, okay. Und dann hier, nimm ein Erdbeben. Sehr effektiv. So, dann mal gucken. Mit Supertränken etwas aufpäppeln. Okay. Sind wir wieder halbwegs einsatzbereit. Dieser extrem harte Weg macht seinem Namen alle Ehre. Eine Herausforderung von Frostetie. Oh, das ist Geist-Eis. Oh, oh. Das kann ich mir schon vorstellen, dass es mein armes Pokémon besiegen wird. Darum gibt es erstmal einen Wechsel. Natürlich Konfustrahl. Natürlich. Jetzt machen wir das erstmal so, nicht dass wir uns selbst tödlich verletzen, wenn wir uns mega entwickeln. Yep, dachte ich mir. Warum auch sonst? Frau Spukball, du hast mein Set geklaut. Konfustrahl und Spukball. Och nee. Langsam wird's langweilig. So. Ich habe nicht wirklich was zum Wechseln, besonders wegen Spukball. Ich habe kein Unlichtwesen dabei. Und da ist der Spätzdev-Drop-Sorum. Heide, nein. Bitte sag mir, dass die Mega-Entwicklung gut genug ist. Ein Spuckball.
nicht mehr verwirrt und setzt jetzt Erdbeben ein, endlich. Komm schon. Den überlebst du noch. Nochmal Spezialverteidigung. Ja, super. Das wird ja immer interessanter, meine Freunde. Immer interessanter. Ich merke gerade, wir haben eigentlich gegen Eis-Pokémon nicht wirklich was. Und gegen Eisgeist erst recht nicht. Aber wir sollten wieder hier regenerieren. Ich glaube, ich bin doch gewillt, mein Makargo wiederzuholen. Aber dann wahrscheinlich eher für Libeldra. So leid es mir tut. Ach du Schande. Okay, irgendwie. Okay, es scheint so, als wäre hier ziemlich dunkel. Okay. Ja. Ich sehe eigentlich gar nichts mehr. Denn ich habe niemanden, der Blitz kann. Okay, das Ding ist ja nochmal stärker. Das ist wieder zwei Level höher. Ja, Geowurf ist, glaube ich, nicht so schlimm. Das macht zwar einen konstanten Schaden, aber... Das, okay, das ist schlimm genug. Schlimm genug. Aber ich habe ja eine Vierfach... Aber das bei der Vierfach-Defensive, das muss man ja noch bedenken. Wenn ich richtig weiß, dann ist Kampf gegen Flug nicht effektiv und gegen Käfer nicht effektiv. Also eine Vierfach-Resistenz. Okay. Wir hätten also die Steine gar nicht verschieben müssen. Da oben ist eine alte Oma und da rechts war noch ein Item. Okay, da fliehen. Da fliehen wir jetzt lieber. Das ist schon wieder ein Meditalis. Aber ich will wissen, was hier oben ist. Okay. AP Plus. Okay, das, da ist nix. Aber es scheint so, als hätten wir die Steine da links umsonst verschoben. Und unser komisches Suchgerät bringt uns gerade gar nichts. 38, komm. Diesmal. Ich muss dir mal ein anderes Item geben. Ja, ich muss ihm ein anderes Item geben. Dann schafft er den auch. Expertengurt wäre nicht schlecht. Dann ist nämlich Käfer und das andere egal. ...46. Okay. Itemwahl. Hypertrank. So. Kangamanit, den haben wir ja letztes Mal gefunden. Angriff Plus. Blattstein, Feuerstein. Ja, die ganzen Steine bringen mir nichts. Und Schildfossil, Kopffossil, Riesennugget. Wo haben wir's denn? Küstenschale, Grünstück, Honig, Flucht, Voltensonit. Da sind die ganzen Nieten, oder habe ich... Da habe ich schon zumindest ein paar. Funkiefer, Kangama, Absol. Pudersand, nee. Da, jetzt kommen verstärkt vom Typ Stahl. Pflanze. Typ Wasser. K
Klingenstein, Platin, Kugelblitz, Schutzbrille, Flinkklaue, Schlurkraut, Akku, Metronom. Was? Moment, wenn ich Metronom hier habe, was hast du dann als Item? Ach, der hat den Expertengurt. Dann, Akku? Nee, Akku habe ich auch nicht mehr. Was hast du dann? Magnet. Item, okay. Schlohkraut. Schutzbrille. Na, geben wir mal das. Oder? Zero? Nee. Naja, besser wie nix, würde ich mal sagen. So, hier war's. Na, alte Omi. Deine Glückssträhne nimmt hier jetzt ein Ende. Das Schicksal, dein Schicksal ist besiegelt. Ja, das glaubst auch nur du. Expertin Rieke mit dem Capoeira. Capoeira. Ah, jetzt mit dem Expertengurt und eine Offenlegung. Okay. Dann hier, nimm mal einen Aeroass. Bam, 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 bam. Tja, Airstrike, du bist hier wirklich der Beste. Jiu-Jitsu. Aber wir möchten auch anderen den Spaß daran gönnen, diese Kampf-Pokémon fertig zu machen. Jutsu. Jutesto heißt es. So, dann mach mal was mit deinen Psycho-Attacken. Ja, sehr effektiv und das hat keine Robustheit. Hätte gedacht, das hat Robustheit. Nein. Tja. Alte Lady. Warum wird es hier eigentlich nicht heller, wenn ich schon hier bei Feuer bin? Was ihr vielleicht gar nicht erkennen konntet, aber... So, jetzt... Wechseln wir mal was anderes nach vorne, solange es geht. Bis hier habe ich es mit Ach und Krach geschafft, aber das letzte Stück zieht sich wie Kaugummi. Eine Herausforderung mit Flunkiefer. Oh, das ist bescheiden. Das ist nicht gut. Überhaupt nicht gut. Überhaupt nicht gut. Ja. Die Auswechslung war wohl zu erwarten. Ich fühle mich hier aber, wie gesagt, immer noch leicht unter dem Level. Oh oh, harter. Verteidigung und Spezialverteidigung steigt, dann sollten wir zur Mega-Entwicklung greifen. Und wie man sieht, Flunkiefer, das ist ja hundertprozentig kein Pokémon aus der aktuellen Generation. Ich bin mir sicher eigentlich, dass es in der vierten oder so kam, wenn überhaupt. Deswegen denke ich mal, dass wir hier mit Kaskade das Ganze beenden können. Flunkiefer wurde besiegt. Hier endet also meine Reise. Oh, hätte ich Taucher doch nur schon bei Norman gehabt, fällt mir gerade auf. Meldet sich mein Handy, ich hoffe, man hat es nicht gehört. So. Weg damit. Jo. Mal gucken. Ich erkenne hier gerade einen Kampf und dann ist da noch ein Raubein, das gleich gegen uns kämpfen will. Latias, versuch mal dein Glück.
Macht gleich eine Mega-Entwicklung mit. So. Dann dürftest du ja mit deiner Psycho-Attacke genügend Schaden machen. Perfekt. Das wollte ich. Auch wenn es nur 900 gibt, das ist genug Erfahrung. Vengin, schaust du ganz schön entschlossen rein. Das motiviert mich für unseren Kampf gleich umso mehr. Diese elenden Raubeine. Hundemon. Ja, Hundemon. Ich habe irgendwie nur die Erinnerung, dass Hundemon so eine Art Opfer ist. Gut, dass ich Surf vorbeigebracht habe. Das macht das Ganze ein bisschen einfacher. So. Jep, perfekt. Tangulist. Ja, ich möchte das Pokémon wechseln. Weil, wenn ich mich jetzt nicht irre, ist ja Kappel sehr effektiv dagegen. Tangulist. Los, Tempohiebe es. Das ist sehr effektiv. Gut, gut. Ich habe dich doch glatt unterschätzt. Eine Wie gewinnt 1376 Pokédollar. Und was sagst du noch? Du hast was drauf, das mag ich. Jemand wie dich hätte ich gern im Team. Tja. Aber wir sind nun mal kein Team. Und ich weiß nicht, wo geht's hier entlang. Ich erforsche das einfach mal weiter. Ich habe nämlich so das dumpfe Gefühl, dass das hier nicht unbedingt die... gleich Astra in einem Doppelpack. Na dann... machen wir doch gleich mal Drachen-Doppelpack gegen die. Als Team sind wir unschlagbar. So schnell wirst du uns nicht mehr vergessen. Hihi, du bist ja ein niedlicher Trainer. Wie lange du wohl meinen Attacken standhalten kannst? Tja, ihr kämpft hier in der Dunkelheit gegen mich. Habt ihr einen Blitz? Habt ihr irgendeinen Blitz-Pokémon? Armaldo und... oh je. Armaldo und Vili. Das ist natürlich... bescheiden. Aber... so... und so, dass... mein Latias nicht betrifft, ist das mir eigentlich auch sowas von egal. So, Nebelball. Funktioniere gegen... Spezialangriff ist gesunken, das ist nicht unbedingt schlecht. Ganz knapp. Ach, da wurde ein Volltreffer sogar gemacht. Spezialverteidigung erhöht. Da gibt's eine Kreuzschere. Autsch. Okay, ich weiß, ich bin schneller und ich kann nicht darauf hoffen, dass wir mit unseren Attacken da weiter durchkommen. Oh, Paralyse, bitte, bitte, sei paralysiert. Oder hab einen Erdbeben-Crit oder irgendwas. Ah, das ist gut. Super, Libeldra, danke dir. 3000, über 3500. Das ist nicht wenig. Schutzteiler wurde erlernt. Also, nee. Ja. Schutzteiler nicht erlernt. 3480. Damit seid ihr Level 46. Ah, wie konnte das geschehen? Das war wohl meine Schuld. Tut mir furchtbar leid. Tja, das war nicht eure Schuld. Ich bin der, der, euch besiegt hat. Hm? Wohin führt das? Ach, das ist die Höhle hier. Psychokine. Oh, das könnte interessant sein.
mal schnell Cookie Cookie machen. Machst du Lucky Lucky? Psycho-Schock, das sind 90. Achso, das kann es bereits, Psychokinese. Ah, okay. Dachte schon, jetzt müsste Gardevoir hat nur Psi-Welle oder wie das heißt. Aber wenn schon Psychokinese hat. Okay. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir hier weiterkommen, aber... Ich habe da vorhin noch eine Trainerin gehabt, die ich jetzt nicht herausgefordert habe. Naja, egal. Nicht schlimm. Dann gehen wir erstmal hier entlang. Für unnützes Gerede habe ich keine Zeit. Zeig mir lieber, wie motiviert du wirklich bist. Oh, ja, die Herausforderungen von Experte Ingmar werden wir beim nächsten Mal uns ansehen. Denn ich merke gerade, dass wir wieder über der Zeit sind. Also dann, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen!